Wir bewegen uns ja auf das Ende des ersten Johannesbriefes zu. Und wie wir es gerade gesungen haben, wir haben alles in Jesus Christ. Das wollte auch der Apostel schon den ersten Gemeinden immer wieder deutlich machen. Wir haben ja viele Passagen in diesem Brief intensiv betrachtet. Es ging dabei um die Grundlage der Gemeinschaft der Kinder Gottes in Jesus Christus. Es ging dabei um das Leben in dem Lichte Jesu, durch den Heiligen Geist. Es ging dabei um die Absonderung von der Sünde, sie nicht mehr herrschen zu lassen. Und wo sie uns doch eingeholt hat, dass wir einen Versöhner haben, Jesus Christus, der uns gereinigt hat mit seinem Blut und versöhnt hat mit dem Vater. Es ging dabei um die neue Gemeinschaft der Gläubigen untereinander, und zwar in der Liebe. In der Bruderliebe etwas ganz Neues, was es zuvor überhaupt nicht gab. Es gab vorher Gemeinschaft, Gesellschaft, aber keine herzliche Liebe. Die ist erst entstanden durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist Gottes ist eine Liebe freigesetzt worden, die wir nicht beschreiben können, die aber pulsiert uns und uns deutlich gemacht hat, dass diese Liebe bleibt bis in Ewigkeit. Und dann haben wir betrachtet, dass wir aufpassen sollen, nicht wieder mit dem Geist dieser Welt verschmolzen zu werden. Denn eins steht fest, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Sie hat kein Ziel im himmlischen Jerusalem, sie vergeht. Aber alle, die durch Jesus Christus erneuert sind, sie bleiben in Ewigkeit. Und darüber hinaus wurden wir auch gemahnt, dass wir kontrollieren dürfen und sollen durch den Heiligen Geist, welche Geister noch in dieser Welt vorherrschen. Dass auch der Antichrist, der Satan, mit seinem Geist unter den Menschen arbeitet. Und zwar sehr, sehr, sehr massiv. So, dass wenn es möglich wäre, selbst die Gläubigen wieder in seinen Bannkreis zu ziehen. Wir sollen wachsam sein und wir sollen die Geister prüfen und zugleich uns freuen an der Herrlichkeit unserer Gotteskindschaft. Denn wir haben in uns ein Wissen, was vorher auch nicht vorhanden war, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Das sprechen wir uns nicht einfach nur zu. Das studieren wir nicht einfach mit unserem Kopf, sondern wir haben das Wissen bekommen durch den Heiligen Geist, dass es so ist. Wir stehen im Leben, in der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Und wir erkennen, das will ich auch dazu sagen, warum die Mitmenschen, die keine Kinder Gottes sind, uns nicht verstehen. Sie reden nämlich von dem, was in der Welt ist, und wir können reden von dem, was der Geist Gottes uns aus der himmlischen Herrlichkeit zeigt und offenbart hat. Darum sollen wir als Gläubige immer wieder im Aufblick zum Herrn bleiben und auch die Liebe untereinander nicht vernachlässigen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und auch diese Erkenntnis soll uns immer wieder begleiten, damit wir nicht in Vermischungsformen gelangen. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht, der hat Gott nicht, auch wenn viele davon sprechen. Wer den Sohn nicht hat, hat nicht den Vater. Das muss eine grundlegende Erkenntnis in uns bleiben, dass wir nicht irre gehen
Denn viele behaupten ja, an Gott zu glauben und ihm zu dienen. Aber sie bekennen Jesus nicht. Und dann wissen wir, das stimmt alles nicht. Sie brauchen Golgatha. Und Golgatha heißt den eingeborenen Sohn Gottes, der für unsere Sünden starb und den Tod überwunden hat und in Ewigkeit lebt, damit sie auch die Verbindung zum Vater haben. Wir müssen das auch in unserer Welt, in unserer Gesellschaft sehr festhalten. Wer den Sohn nicht hat, gleich wohin er gehört, hat den Vater nicht. Und er hat auch das Leben nicht aus Gott. Denn das Leben aus Gott wird nur geschenkt über Golgatha, über den Sohn. Und nun kommen wir heute zu den Versen 14 bis 15, wo wir ja auch geehrt werden als Kinder Gottes, am Werk Gottes stehen zu dürfen, uns gleich machen zu dürfen mit dem Wünschen und Bitten unseres himmlischen Vaters. Wir werden da hineingezogen und dürfen Mitarbeiter sein, nicht nach eigener Regie, sondern so, wie wir es hören sollen und dürfen wir es tun. Es heißt dort, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, dann wissen wir, und ich lese jetzt nach der unrevidierten Übersetzung, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. So heißt es in der unrevidierten Übersetzung, und so ist es auch richtig. Ich werde diese Ausführung darüber gleich deutlich machen. Wir leben also nicht in Eigenregie, um Gott zu dienen, sondern wir leben in Verbund durch den Heiligen Geist mit ihm, um zu hören, was er sagt und zu tun, was er sagt. Wir dürfen Mitarbeiter sein. Die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus hat uns also in ein vertrautes Verhältnis zum Ewigen gestellt. In ein vertrautes Verhältnis. Wir haben ja darüber schon gesprochen, dass wir überhaupt Vater sagen dürfen zu dem Schöpfer aller Dinge, von Himmel und Erde, von allem, was drauf und drin ist, von den Menschen. Wir dürfen Vater sagen zu diesem Gott, von dem es heißt, dass niemand in seiner Gegenwart bestehen kann, dass niemand sein Angesicht sehen kann, ohne zu sterben. Wir dürfen Vater sagen, ein vertrautes Verhältnis zu ihm und zu den ewigen Dingen. Wie ein Kind mit seinem Anliegen zu den Eltern kommen kann und kommt, dürfen wir mit unseren Anliegen zum himmlischen Vater beten. Und wie ein Kind Wünsche und Bitten, und zwar aus dem Gepräge der elterlichen Atmosphäre hat, zum Beispiel sieht ein Kind den Vater Auto fahren und möchte auch gerne Auto fahren, weil es das gesehen hat. Oder die Mama ist einkaufen gegangen. Ja, ich möchte auch einkaufen. Aus diesem Gepräge des Umfelds entwickelt das Kind Wünsche und Bitten. So hat auch ein Kind Gottes Bitten, die aus der Gemeinschaft mit dem Ewigen entstehen. Aus der Gemeinschaft mit dem Ewigen entstehen. Das heißt, was Gott tut, was er will, das schlägt sich nieder in unserem Leben und wir dürfen einfach mitbeten, dass das so geschieht, wie Gott es will. Es entsteht der Wunsch, so wie einst auch bei der Moabiten Ruth, die mit ihrer Schwiegermutter nach Israel gehen wollte und sie wusste ja, da geht es anders zu als im moabitischen Land, dass sie dann aber sagte so, das, was ich bisher geglaubt und gemacht habe, lege ich ab. Dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Und wir sagen, wo Jesus ist, wollen auch wir sein. In Johannes 12, 26, wer mir dienen will, der soll da sein, wo ich bin. Mein Herr ist Jesus.
Und wo er ist, da will ich auch bleiben. Und das ist der Wunsch Gottes auch für uns. Und wir sollen diesem Raum geben. In Johannes 17 sprach Jesus im Gebet, Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Nirgendwo anders sollen die sein. Die sollen auch nichts anderes tun, als das, was ich ihnen sage. In Verbund mit mir. Das ist eine Ehrung, dass wir an den ewigen Dingen mitstehen dürfen. Kinder Gottes wollen in der Gegenwart ihres Erlösers bleiben. Und sie wollen tun, was er sagt. In Johannes 16, ich schlag das mal auf, Vers 26 und 27, beschreibt der Herr den neuen Zugang zum himmlischen Vater durch die Erlösung von unseren Sünden. Johannes 16, 26. An jenem Tage werdet ihr mich, ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ihr habt eine ganz neue Beziehung bekommen. Durch mich, will der Herr Jesus sagen. Ich brauche gar nicht mal für euch mehr zu beten, sondern ihr dürft selber zu dem Vater beten. Diese neue Beziehung, die dürft ihr nutzen. Nicht, dass ich den Vater für euch bitte, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und ich ihn liebe. Johannes will uns deutlich machen, dass alle wiedergeborenen Menschen einen freien Zugang zum Himmlischen haben und das als ihren neuen Lebensraum erkennen sollen. Lebensraum und Lebenszustand. Und darum steht hier, das ist die Freudigkeit und die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wir haben einen neuen Lebensraum durch die Wiedergeburt, aus dem heraus wir handeln und beten dürfen, aus dem heraus wir unsere neuen Erfahrungen machen, so wie ein Kind in der Familie, ein Kind, was neu geboren ist, aufwächst und keine Vorstellung von den Dingen dieser Welt hat, aber guckt, was die anderen tun, was die Eltern tun. Und wollen sich mit anschließen und wollen mitarbeiten, mitmachen an dem, was die Eltern tun. Und so sind wir auch in diesen neuen Raum gestellt und dürfen mitarbeiten, was Gott tut. Hier verstehen wir in diesem Zusammenhang, es ist ja immer alles eins in der Heiligen Schrift. Ja, aber es ergänzt sich sehr gut miteinander, wenn wir die Briefe lesen, wenn der Apostel Petrus Ähnliches sagt. Er sagt nämlich in 1. Petrus 4, Vers 2 und 3, die noch übrige Zeit, die wir im Fleisch leben, sollen wir nicht den Begierden der Menschen, sondern jetzt in dem neuen Raum dem Willen Gottes leben. Ja? Denn es ist ja genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, also dass ihr in einem fremden Raum gelebt habt, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichen Götzendienst. Ja, das ist die andere Welt. Da kann man ja gar nicht anders leben, als das zu tun, was hier beschrieben wird. Der natürliche Mensch, der hat ja keine Möglichkeit, was anderes zu tun. Er muss das tun, was er in der Welt sieht. Natürlich immer nicht alles, aber alle weltlichen Dinge, die er so aufnimmt, die muss er einfach tun, um dabei zu sein. Er will ja nicht alleine sein, er will ja nicht ausgegrenzt sein. Aber nachdem er wiedergeboren ist, sagt Petrus, ist das ja genug. Das wollen wir jetzt nicht mehr. Sondern jetzt sind wir in einem neuen Raum und in einer neuen Erfahrungswelt. Und da legen wir vieles weg, was wir nicht mehr wollen und erfahren Neues, was wir in unserem Leben jetzt aufnehmen und leben nach dem Willen Gottes. Wenn wir früher Freude
im Genuss der zeitlichen Dinge hatten, haben wir jetzt Freude im Genuss der geistlichen Dinge, im Genuss des geistlichen Werdeganges in unserem Leben, das, was Gott auch in dieser Welt tut. Da stehen wir immer mit großer Aktivität dran. Aber wir merken, dass wir auch leicht, und deswegen musste ja dieser Brief geschrieben werden, leicht versucht sind, uns immer wieder mit den Dingen der Welt auseinanderzusetzen, die uns ja in Wahrheit gar nichts mehr angehen. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Uns gehen die ewigen Dinge was an. Und darin dürfen wir stehen und darin dürfen wir wirken, beten und empfangen und mitarbeiten. Diese Freude bestätigt ja auch der Apostel Paulus im Philipperbrief in Kapitel 4, Vers 6, wo er sagt, in allen Dingen, das ist euer Vorrecht jetzt, lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ja, mit Danksagung, wie kann man denn Dank sagen, wenn man gar nicht weiß, ob man das bekommt? Denn es werden ja nur die Bitten erhört, die Gott gegeben hat. Die anderen erhört er ja gar nicht. Das machen wir als Eltern auch nicht. Wenn das Kind sagt, gib mir mal eine Schlange zu essen, gebe ich dir nicht, kannst du bitten, ja? Sondern nur das Gute geben wir ja. Und hier heißt es schon mit Danksagung. Das setzt voraus, dass ich in dieser Sphäre der Empfänglichkeit der Bitten Gottes bin, wo er mein Herz erfüllt und ich plötzlich Fürbitte und Bitte tun darf und merke, ja, das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes. In aller Schwachheit, aber dann mit der Kraft, die der Herr da reicht. Und darum auch im Epheserbrief schrieb der Apostel Paulus, in allen Dingen kommt mit Bitten und Flehen im Heiligen Geist zu dem Herrn. Im Heiligen Geist. Denn da findet die Kommunikation statt. Die Kommunikation, was Gott will. Und liebe Geschwister, ich sage da bestimmt nichts Besonderes. Diesen Kampf zu hören, was Gott will, kämpfen wir alle irgendwo. Darum gilt es ja auch, stille zu werden. Ich denke da an den Oswald Smith und er sprach mal von seiner Mutter. Also es war ein Evangelist, der Oswald Smith, der auch ein Buch über Erweckung rausgab und Nachfolge Jesu. Und er sagte, seine Mutter, die waren viele Kinder zu Hause, ja, viele Kinder, seine Mutter hatte die Gewohnheit, mittags hatte sie eine Zeit, eine Stunde, bevor die Kinder aßen, wo sie sich zurückzog. Alle wussten das. Und sie hat die Stille gesucht. Eine Stunde. Und keiner wagte, an diese Tür zu gehen und sie da herauszuholen. Sie wäre möglicherweise gar nicht rausgekommen, weil sie diese Kommunikation brauchte. Herr, was soll ich tun? So wie es einst Paulus vor Damaskus sagte, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich brauche Information. Ich brauche die Gemeinschaft mit dir, damit ich keine Luftstreiche mache. Kinder Gottes haben also das Vorrecht, an diesen ewigen Dingen mitzuwirken und somit Wegweisung zu geben und im Gebet zu vollführen, wie es auch in Johannes 15 der Herr sagt, in Vers 16. Da spricht er nämlich nicht nur, ja, ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt, ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, sondern er hat gesagt, ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht, Frucht bringt, die da bleibt. Ja, wie kann denn die Frucht bleiben, wenn ich selber nur fromme Übungen vornehme und nicht nach dem Willen Gottes wirke? Dann bleibt die Frucht nicht. Aber Jesus sagt, dazu habe ich euch gesetzt. Deswegen diese enge Gemeinschaft bleibt in mir und ich in euch. Dann bringt ihr diese Frucht. Oder noch ein Wort aus dem Kolosserbrief, wo Paulus auch ganz deutlich der Gemeinde zuruft und sagt, dass sie
im Gebet bleiben soll. Und zwar Kolosser 3, Vers 17. Wir kennen dieses Wort sehr genau. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Auch hier wieder ist die Voraussetzung, dass die Gemeinschaft mit dem Herrn gehalten worden ist. Sonst kann ich ja nicht etwas im Namen Jesu einfach tun und sagen, na, dann wird es schon klappen. Hauptsache, ich sage den Namen Jesu. Egal, was ich habe. Ich tue das einfach im Namen Jesu, dann wird es schon Frucht bringen. Nein, ich muss ja wissen, ob ich das im Namen Jesu tun kann. Und wenn ich das dann weiß, weil ich innerlich so geführt bin, dann darf ich bereits schon Gott danken, dem Vater, durch Jesus, in allen Dingen. Bitten in seinem Namen. Das erhörliche Gebet nach dem Willen Gottes setzt also voraus, in allen Stücken dem Willen Gottes zu erkennen und dann unbedingt zu tun. Wir haben ja auch Beispiele, wie die Apostel gelenkt und geleitet worden sind. Sie hatten Gutes vor. Wir denken an den Apostel Paulus. Als er in Kleinasien war, wollte er nördlich ziehen, nach Asien hinein, aber der Geist wehrte ihn. Das ist nicht mein Wille. Und dann wurde ihm ja offenbar, dass ein Mann aus Mazedonien rief, komm herüber zu uns und hilf uns. Das war die Offenbarung. Und sofort ging er diesen Weg. Wir brauchen diese Offenbarung. Er hat es gut gemeint. Er wusste ja, dort in Asien, auch im Norden von der Türkei und weiterhin Syrien und so weiter, gibt es ja viele Menschen, die brauchen das Evangelium. War ja gut gemeint, aber der Herr sagt, das ist jetzt nicht mein Wille. Du gehörst mir doch. Und wenn du mir gehörst, dann musst du auf das hören, was ich dir sage. Und wenn du dann darum bittest, das tun zu können, was ich dir sage, dann wird es dir gelingen. Es setzt also voraus, zu wissen, was Gottes Wille ist. Darum beten ja Kinder des himmlischen Vaters, Kinder Gottes, auch in diesem Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, unser Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Das betet man ja. Als Jünger fragten, wie sollen wir beten? Ja, betet so. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die neue Beziehung. Das ist nicht nur ein Wunsch, sondern ich darf mit an diesem Werk stehen, dass der Wille Gottes im Himmel auch auf Erden geschieht. Dein Wille geschehe. Merken wir diese Verbundenheit, die auch der Apostel Johannes hier zwischen der wiedergeborenen Gemeinde und dem Schöpfer aller Dinge aufzeigen will. Ganz eng, eine Familie, niemals allein. Wir bitten nicht nur den Willen Gottes zu erfahren, sondern wir bitten im Willen Gottes. So wie der Herr Jesus selbst. Ihr kennt diese Stellen, wo er auch sagt, ich tue nur das, was ich sehe, den Vater tun. Oder im Garten Gethsemane, wo er dann sagte, als dieser letzte Weg zur Erlösung für uns nach Golgatha gehen sollten, Matthäus 26, 42, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja, immer wieder diese enge Verbindung. Was ist dein Wille? Den will ich erfüllen. Dazu ist der Herr in die Welt gekommen und dazu hat er auch uns erlöst, dass wir um seinetwillen hier leben, nach seinem Willen. Wer den Willen Gottes tun will, bittet dann auch um Erkenntnis dieses Willens. Er braucht Weisheit. Und Jakobus kommt uns da zu Hilfe und sagt, ja, wenn du das wirklich willst, dann bete darum, den Willen Gottes für dein Leben zu erkennen.
Hier heißt es in Jakobus 1, Vers 5, wenn es jemand unter euch Weisheit mangelt, dann bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Als Kind des himmlischen Vaters habe ich ja ein Anrecht, so zu beten und zu hören, was der Vater vorhat. Wir befinden uns ja, ich sage das jetzt mal von uns beiden, von Ingrid und mir, aber ich denke, das geht vielen so. Wir befinden uns ja in unserem Leben an Orten, wo wir normalerweise gar nicht sein wollten und würden. Wir befinden uns an diesen Orten, weil Gott uns dorthin gestellt hat, weil Gott uns dorthin geführt hat, weil wir dort an diesem Ort beten dürfen nach seinem Willen, was er tun will und an dem Werke mitstehen. Wir würden nie an diesen Orten sein, wenn wir nicht Kinder Gottes wären. Wir würden ganz woanders sein vom natürlichen Menschen her. Und das dürfen wir immer wieder neu erkennen. Jakobus beschreibt auch die Gläubigen, die zwar Gott um Beistand bitten, aber dabei nicht seinen, sondern ihren eigenen Willen suchen. Das beschreibt er auch. Das passiert er leider auch. Und diese werden dann aber keine geistliche Freude erfahren, weil sie nur sich meinen. Sie fallen zurück in das menschliche Gebaren, auch vielleicht in Zank, Streit, Hass, Neid und all diese Dinge, die sie eigentlich abgelegt haben und nicht mehr tun wollen. Lesen wir Jakobus 4, Vers 2 bis 3. Ihr seid begierig und ihr erlangt es nicht. Ihr mordet, neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet zwar, aber ihr empfangt nichts, weil ihr übel bittet, nämlich damit, dass ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Für euch. Also unsere Gebete gehen ja gar nicht in der Richtung für uns, dass wir etwas bekommen, was wir für uns ausleben können, sondern wenn für uns, dann nur in der Hinsicht, dass wir das tun können, was Gott uns sagt. Das sind unsere Gebete, dass wir würdig sind, das tun zu dürfen, was er uns zeigt. Gottes Kinder suchen immer Gottes Anliegen. Weltkinder suchen immer die Anliegen der Welt. Sie haben ja nichts anderes. Die Gemeinschaft mit Gott durch Christus bringt die Lebensbitte zum Leben für den Herrn hervor und somit auch zum Wohle des Nächsten. Denn wo wir am Werk des Herrn stehen, will uns auch hier Johannes deutlich machen, durch die Gebete dienen wir auch den Mitmenschen, die ja eingeladen werden sollen, Jesus Christus kennenzulernen. In Johannes 15, Vers 7 heißt es ja, so ihr in mir bleibt, spricht der Herr Jesus, und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann seid ihr angekoppelt an das Ewige, und dann bittet ihr die Bitten, die in Ewigkeit anerkannt sind, und sie werden erfüllt. Einige Bitten nach Gottes Willen, die unser Leben mit Freude erfüllen sollen, sind zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 3 bis 5. Da geht es um das Wesen der Heiligung, das ist Gottes Wille. Und das darf ich beten. Es ist dein Wille. Heilige du mich in deiner Wahrheit. Heilige mich in meinem Leben. Ich will nicht mehr geprägt sein vom sündigen Fleisch, sondern geprägt sein von deinem Heiligen Geist. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Eure Heiligung. Oder Matthäus 5, Vers 44.
bitten darum, dass wir das Unrecht in dieser Welt ertragen können und nicht kämpferisch dagegen aufstehen. Lesen wir mal das in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 44. Ich sage euch, liebt eure Feinde. Da will der Herr uns sagen, versucht nicht militant gegen die Feinde aufzutreten. Ja, das sollt ihr nicht, das ist nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, und da betet ihr dafür, dass ihr die Feinde liebt, dass ihr bittet für die, die euch verfolgen, für diese Seele. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und zwar warum? Damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Damit ihr nach dem Willen eures Vaters lebt. Das sind die Bitten, die wir von Gott haben, und darin dürfen wir fleißig sein im Gebet. Wer das tut, hat immer Siegesfreude in seinem Herzen, weil er bemerkt, das ist der Weg, den ich gehen soll, das ist der Weg, um auch das Böse zu überwinden. Nicht kämpferisch, nicht militant, sondern segnend durch die Welt gehen. In Matthäus 9, 38, Gebet um Erntearbeiter. Das ist auch nach dem Willen Gottes gesagt. Da dürfen wir auch dran stehen an diesem Werk. Da heißt es hier, bittet den Herrn der Ernte. Das ist der Wille Gottes, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Bittet darum. Das ist also ein fortlaufendes Gebet. Herr, ich danke dir für das Gebetsanliegen. Ich bitte darum, dass du Arbeiter in die Ernte sendest. Ich bitte, dass du sie sendest, dass du herausholst. Es kommt ja gar nicht auf uns allein an. Es kommt auf die an, die Gott sendet. Bitte. Ja, das ist nach dem Willen Gottes gebeten. Unsere Freude als Kinder Gottes ist also, mit dem Herrn eins zu sein in seinem Wirken in dieser Welt. Damit nämlich, wie es Paulus auch an Timotheus schrieb, in demselben Geist, damit allen Menschen geholfen wird. Betet so nach dem Willen Gottes, damit allen Menschen geholfen wird. Ich lese uns die Verse 1 bis 4, 1. Timotheus 2. Ich ermahne euch nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte, und Danksagung für alle Menschen, da sind auch unsere Politiker mit eingeschlossen. Für die sollen wir auch beten einfach. Gar nicht kritisieren, was die machen oder nicht machen. Denn wenn man kritisiert, dann kann man sich selber auch kritisieren, was man da nicht richtig macht. Ne? Also keiner hat ja im Grunde genommen das Recht, andere zu kritisieren, weil er selber äußerlich nicht vollkommen ist. Also bittet für sie, für die Könige, für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Und dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Das will er, das entspricht seinem Willen. Denn er will ja auch, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sollen diesbezüglich als Christen ein Wunder in dieser Welt sein, die nicht mehr kämpferisch auftreten, um ihre eigenen Rechte durchzuboxen, sondern die ihr Vertrauen ganz auf den himmlischen Vater setzen und immer ruhig sein können und ruhig bleiben können. Denn er sorgt ja für die Seinen. Das Gebet für alle Menschen zeigt ja, dass Gott gerecht ist und allen Menschen den Weg zur ewigen Erlösung in sein Reich bereitet hat. Er klammert nie jemand aus.
sondern er lädt alle ein und will, dass auch wir alle einladen. Epheser 6, Vers 5, das Gebet, dass unser Leben im Alltag ein Gottesdienst sein möge. Das ist ja dieses wunderbare Kapitel mit der geistlichen Waffenrüstung. Und ich versuche jedes Mal wieder zu betonen, die Waffenrüstung ist nicht, wie es manche denken, dazu da, damit man jetzt anfangen kann zu kämpfen gegen das Böse. Das Böse ist bereits besiegt. Durch den Herrn. Sondern die Waffenrüstung ist ein Schutz, damit wir nicht zu Fall gebracht werden. Und da heißt es hier auch in den Versen 5 bis 7, ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren auch mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Also ihm, dem Menschen in dieser Zeit, an denen ich zur Seite gestellt worden bin und wo ich arbeiten muss, nie aufbegehren, sondern einfach tun, was man uns sagt. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Wieder hier die Priorität, der Wille Gottes. Ja, darum bete ich. Das ist ein Gebet, was erhört wird, dass wir so in dieser Welt auch dienen können. Jesus Christus möchte sich durch uns in seinem Wesen erzeigen. Er will Raum greifen und sein Wesen in uns ausbreiten. Und wir kennen ja auch dieses Wort aus dem Galaterbrief, wo deutlich beschrieben wird, wie dieses Wesen aussieht. Durch den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist nicht abstrakt irgendwie nur eine Kraft, sondern Jesus sagt im Johannesevangelium, dass er und der Vater kommen. Sie sind es, die Wohnung machen. Der Heilige Geist, das ist ja eine Einheit. Und dieses Wesen darin, es lautet Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Besonnenheit. Das ist das Wesen Gottes in Jesus Christus und durch den Heiligen Geist in uns. Und das will sich ausbreiten. Das ist der Wille Gottes. Und in 1. Johannes 5, Vers 15, so wir wissen, dass uns Gott hört, haben wir gelesen, dass Gott uns hört, was wir bitten, wissen wir, dass wir seine Anliegen zu unseren machen durften. Erhörliche Gebete zeigen dann auch Früchte für die Ewigkeit, Früchte in uns nach außen, Früchte des Segens für den Nächsten. Darum, die gläubige Gemeinde ist allein auf ihren Erlöser ausgerichtet und darf jetzt aus der Ewigkeit in diese Zeit hineinwirken. Eine Arbeit tun, die da bleibt und die Gott wohlgefällig ist, die im Himmel auch als Frucht wieder zu finden ist. Eine Arbeit, die mit der Kraft Gottes durchsetzt ist und nicht abhängig ist von der Kraft des Menschen. Das musste der Apostel Paulus auch lernen. Und wir lernen das auch immer mehr. Er sagte, nachdem es ihm so körperlich schlecht ging und er dort ein körperliches Leiden hatte, was er unbedingt loswerden wollte und darum gebeten hat, Herr, nimm es von mir. Denn des Satans Engel schlagen mich. Und der Herr sagt, nein, das mache ich nicht. Du bist viel zu stark in dir selbst. Du musst schwach werden. Und als er das verstanden hat, hat er gesagt, dann rühme ich mich doch meiner Schwachheit. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark durch den Herrn. Weil er dann wirken kann und ich nicht mehr die Entscheidungen treffe, sondern er trifft sie für mich in mir, zu seines Namens Ehre. Und darum konnte dann der Apostel Paulus auch sagen, auf dieser Basis,
dieser geistlichen innigen Gemeinschaft und Abhängigkeit in 2. Korinther 2, 14. Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christo. Sein starkes Wort, nicht? Alle Zeit Sieg, aber er verbindet es mit Christus. In Christus habe ich immer den Sieg. Und in Römer 8, Vers 37, wo er sagt, wir sind ja täglich geachtet wie Schlachtschafe. Wir sind immer angefochten, aber in allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat, aus dieser Gemeinschaft. Sonst ginge das nicht. Wir haben ein Anrecht zur Freude am Himmlischen. Das will ich da betonen. Denn Christus ist unser Leben. Ein Anrecht zur Freude am Himmlischen. Und das sollen wir im Alltag ständig bestätigt wissen. Dann kann die Gemeinde sagen, so wie es auch einst im Buch Nehemia durch einige gesagt worden ist, als sie die Heilige Schrift hörten und fingen an zu weinen, waren ja traurig und sagten ja, also da liegen wir ja völlig daneben, wenn wir die Bibel lesen. Dann wurde ihnen gesagt, nein, hört auf zu weinen. Die Freude am Herrn soll eure Stärke sein. Ihr braucht diese Gemeinschaft. Und David in seinem Bußpsalm bat genauso darum. Er bekannte ja seine Sünde, aber er bat um Reinigung und mit einem freudigen Geist rüste mich aus. Mit einem freudigen Geist. Und im Psalm 73, Vers 28, das ist doch meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, Herrn, dass ich verkündige sein Tun, sein Tun. Die Freude, hier schon mit Gott an seinem Werk der Gnade stehen zu dürfen und Segen zu verbreiten, auch für die Mitmenschen, wird dann in Ewigkeit vollkommen werden, wenn wir dann den Herrn sehen und auch die Frucht der Gebetsfreude erkennen können, was daraus entstanden ist. Denn alles, was im Willen Gottes geschieht auf Erden, bringt Frucht. Alles, was im Willen Gottes geschieht. Da gibt es nichts, was keine Frucht brächte, sondern wo Gott arbeitet, gibt es immer Frucht. Und Petrus hat gesagt, auch im Blick dann auf die Ewigkeit, 1. Petrus 1, Vers 8, ihr werdet euch dann freuen mit einer unaussprechlichen Freude. Ja, und den Weg und das Glaubensleben, was ihr geführt habt, dann fruchtbar vor euren Augen in der Ewigkeit sehen. Ihr werdet Freude und Wonne haben. Die Gemeinschaft der Gläubigen durch den Heiligen Geist ist also eine Gebets- und eine Dienstgemeinschaft. Wir bitten, die Bitten zu haben, die Gott uns geben will, damit wir tun, was ihm gefällt. Gebets- und Dienstgemeinschaft mit Gott zur Erfüllung seines Planes. Alle Menschen sollen diesen Weg erkennen. Allen soll geholfen werden. Darum der Aufruf zu uns, bleibt in der Freude am und im Herrn und somit im Gebet vor ihm, um zu erfahren, was er für uns bereitet hat, was er durch uns tun will. Ich habe das jetzt gerade auch, wir hatten eine gesegnete Versammlung gestern im Lazarus, so viele waren selten da wie gestern, und es gab dann auch noch ein paar Nachgespräche und manche meinten ja dann auch, dass sie gar nicht so brauchbar sind für Gott. Sag ich doch, bete im Willen Gottes, da bist du brauchbar. Ja, bete einfach für die Menschen, die hier im Hause sind, denn sie sollen alle erreicht werden. Ja, und eine Frau, die wurde da auch reingeschoben im Bett, Frau Abraham hieß sie sogar noch, ja. Auch eine gläubige Frau. Und ich sagte zu ihr, ja, nun liegt man hier im Bett.
und kann gar nichts mehr machen. Das sind auch so Zeiten, die uns nicht gefallen. Aber man kann beten. Ja. Und das bringt Frucht für die Ewigkeit, wenn wir nach dem Willen Gottes auch im Bett liegend bitten und beten. Er wird uns segnen und wir können innerlich froh sein. Wenn auch der äußere Mensch verdirbt, wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Und Herr, möge uns das auch so schenken, wie es auch dem Johannes aufs Herz gelegt worden ist. Bis soweit zu diesen Versen.